Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. So, ich stehe jetzt hier in Silverkleid bei dem Barney hier. Und ja, ich würde gerne mal ja, in dieser Folge jetzt hier gerne, also die kleineren Questfolgen mal ja, zu Ende machen. Und weil ich habe ja, also das war hier die Quest mit der Farbe, wo wir hier nach Roter Beete, glaube ich, gefragt hatten. Ja, ich glaube, das war das. Und ja, weil ich möchte ja dann hier diese Quest hier machen. Hast du meine Enkelin gesehen? Diese Quest, weil ich ja dann nach Nebelfall komme mit dieser Quest. Und ich möchte aber erstmal die anderen noch abschließen. Und ja, weil ich hier einmal in den Videos angefangen habe, möchte ich das auf jeden Fall gerne als Video fortsetzen. Gut, ich würde sagen, wir quatschen nicht so viel und fangen direkt mal an. So, ihr Lieben, dann nehme ich direkt die Quest hier bei Barney an, dass wir hier vorankommen. Hi Abigail, ich habe die rote Beete jetzt geerntet. Sie haben das schönste Rot, das du je gesehen hast. Ich habe sie schon für dich gepresst. Die Farbe ist also fertig für dich. Ich bin mir sicher, dass der Schneider sehr zufrieden sein wird. Wir bekommen sogar 90 Erfahrungspunkte. Das ist ja mega. Bringe die rote Farbe zum Schneider in Silverglit Village. Das machen wir natürlich. Reiten wir mal ganz schnell dorthin. Ich denke, ich werde jetzt hier keinen Cut machen. Das können wir auch direkt, ja, laufen lassen, das Ganze. Das dauert ja nicht lange. Und ja, ich muss sagen, ja, ich bin schon ganz gespannt auf die Quest, wo ich dann nach Nebelfall oder beziehungsweise nach Dandal komme. Und aber ja, genau, ich möchte es gerne mal abgeschlossen haben vorher, weil ich, ihr wisst ja, ich möchte nicht so viel durcheinander hier mit einmal haben. Da war doch noch irgendwo jetzt hier die andere Quest für. Ups, so, okay, dann machen. Okay, wir machen erstmal die. Vielen Dank, Abigail. So ein schönes Rot. Es ist noch schöner, als ich erwartet habe. Barneys rote Beete sind die besten. Rote Beete, was ist denn da die Mehrzahl? Rote Beete, die rote Beete und die Mehrzahl die rote Beeten. Ich weiß es nicht. Aber irgendwo war noch die andere Quest mit der Farbe. Ach so, hä? Jetzt, Moment, jetzt muss ich erstmal kurz schauen. Genau, da war doch in Moorland noch was bei der Schmiede, oder besser gesagt beim Schmied. Und ja, was haben wir denn hier noch? Das war das, was ich schon. Den Ruf, ja, da brauchte ich doch da etwas Ruf, glaube ich. Das hatte ich ja schon außerhalb von den Videos gemacht. Grün. Schneidertext komisch. Ich dachte, da war noch irgendeine Farbe, wo ich noch Farbe irgendwie brauchte. Aber okay, scheinbar nicht. Oh, da müsste ich meine Videos gucken, um das zu wissen. Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt, jetzt. Gut, naja. Naja, was gehört denn jetzt hier da dazu? Machen wir mal die geheime Zutat. Frau Holzwurst hat eine geheime Zutat, die ihr dazu verhilft, ein besonderes grünes Färbemittel herzustellen. Wir alle wissen, dass es sich um Olivenöl handelt. Also besorg ein wenig Olivenöl von Harold. Er steht beim Brunnen in der Mitte des Dorfes. Bringt das Öl dann zu Frau Holzwurst. Ja, die Frau Holzwurst. Okay, ich würde sagen, wir nehmen die doch direkt mal an noch hier. Jetzt brauche ich grüne Farbe für deine Weste. Früher ist die alte Frau Holzwurst aus Moorland immer hergekommen, um Farbe aus Büschen zu machen. Sie kennt eine bestimmte Methode, die Blätter mit Olivenöl zu kochen und daraus Farbe zu machen. Ich glaube, wir hätten diese Quest jetzt hier zuerst annehmen müssen, aber okay. Frag sie, wie man das macht. Vergiss nicht, Olivenöl von Harold zu bekommen. Gut. Dann gehen wir erstmal zum Brunnen. Zu diesem Harold. Das sieht dem irgendwie ähnlich. Ist das der Bruder? Ich weiß nicht. Oder? Das sieht. Ja, das sieht so ein bisschen ähnlich aus. Wie der Schneider irgendwie.
Oder ist auch irgendwie so eine Gestalt hier. Hier ist dann irgendwie ein Tagesblogger oder wie? Naja, das sieht schon so aus. Natürlich habe ich das Olivenöl für Frau Holzwurst. Okay. Rutschige Flaschen, das gehört bestimmt nicht dazu, oder? Ah ja, doch. Bitte schön, Abigail, das ist eine Flasche unseres besten Olivenöls. Bring es zu Frau Holzwurst. Pass aber auf, dass du die Flaschen nicht fallen lässt. Sie sind sehr rutschig. Okay, das machen wir auch. Hier ist tatsächlich ein Tagesblogger. Ich weiß Gott, warum kommt jetzt hier ein Tagesblogger? Habe ich jetzt geschlafen oder? Ja, also. Ach. Okay, also wir müssen. Also wir müssen jetzt nur nach. Hä? Ach so, das. Ach hier, alles klar. Oh Mann, ihr Lieben. Okay, also müssen wir jetzt zu Frau Holzwurst nach Moorland das Olivenöl bringen und. Ach so, okay, das war alles bei Frau Holzwurst. Okay, dann sehen wir uns gleich in Moorland wieder bei Frau Holzwurst. So, ihr Lieben, ich bin jetzt gerade hier im stürmischen, naja, im stürmischen Galopp zu Frau Holzwurst geritten. So, jetzt sind wir hier. Geben wir mal das hier ab hier. Rutschige Flaschen. Okay. Oh, vielen Dank, Abigail. Das ist perfekt, um die grüne Farbe zu machen. Super. Hallo, Abigail. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Grüne Farbe. Und natürlich, die Büsche in Monat haben schöne große Blätter, die ich zur Farbe kochen kann. Meine Geheimzutat ist Olivenöl. Ich möchte ja endlich mal die Quest hier abschließen mit der Weste. Wer weiß, was das dann ist, was wir bekommen. Die Büsche haben normalerweise ein Blatt, das grüner ist als alle anderen. Finde dieses Blatt und pflücke es. Pflücke ein Dutzend dieser Blätter von den Büschen. Nachdem du sie mir gegeben hast, kann ich anfangen, die Farbe zu machen. Sie wird genauso schön wie die, die die Bewahrer-IDs für ihre Kleidung benutzen. Okay. Pflücke 12 grüne Blätter und so weiter. Gut. Gut, da haben wir hier schon eins. Okay, das ist schnell erledigt. Aber ich bin mir sicher, da kommt bestimmt noch. Können wir das mal hier ganz schnell machen? Kommt bestimmt noch der Tagesblogger, aber ich möchte ja echt gerne mal abgeschlossen haben, dass wir endlich nach Dandal kommen. Ja. Ich habe keine Geduld mehr, noch länger zu warten. Nee, eine fehlt noch genau. So, dann machen wir hier noch diese hier. Dann sind wir fertig. Huch, jetzt gerade gesummt. Vielen Dank, Abigail. Ich fange jetzt an, die Farbe zu machen. Sie wird morgen fertig sein. Kommt dann wieder. Oh. Wert, um darauf zu warten. Während ich die Farbe mache, solltest du zum Schmied Konrad reiten. Ich habe gehört, dass er seit langem an etwas für dich gearbeitet hat, was jetzt fertig ist. Okay, reite zum Schmied. Gut, das ist bestimmt. Ich weiß gar nicht, da war doch noch diese eine Quest beim Schmied. Da wäre ich jetzt eh hingeritten. Ach, das zieht sich aber auch in die Länge. Gerade wenn man sich so drauf freut, auf die Quest nachher nach Dandal, Nebelvoll. Oh, ich freue mich ja schon, wenn ich dann endlich dann ins Dinotal komme, in den Winter dort. Oh, da freue ich mich schon sehr drauf. Okay, wert, um darauf zu warten. Abigail, du kommst genau im richtigen Moment. Ich bin endlich mit den Hufeisen fertig, die ich dir versprochen hatte. Sie sehen toll aus. Nimm sie und benutze sie mit deinem wunderbaren Pferd Shadow Pirate. Oh, haben wir jetzt echt die Hufeisen bekommen? Ach, schade. Sie sind leider gar nicht so gut. Oh, ist aber mega, ne? Ach, ich sehe gerade, ich habe hier gar keine Hufeisen drauf. Da können wir die ja mal. Können wir die ja mal direkt nehmen? Weil ich habe nämlich noch andere Hufeisen, die sind nämlich etwas besser. Aber trotzdem eine gute Belohnung. Okay, Abigail, du bist spät. Als du bei Sonnenaufgang nicht da warst, bin ich selbst nach Fort Pinta gereist, um das Schloss zu montieren. Es ist super geworden. Genieße mein Handwerk, wenn du das Geschäft betrittst.
Reite los, Abigail. Okay, reite zurück nach Fort Pinter und berichte dem Wachmann. Genau, das war ja das noch. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in Fort Pinter wieder. So, ihr Lieben, jetzt stehe ich hier beim Wachmann und ja, machen wir gleich mal hier direkt weiter. Berichte. Das Schloss ausgeliefert, ausgezeichnet. Auf geht's. Oh, toll. Und nu? Ach so, es geht weiter. Alles klar. Ja, so. Gut. So, Abigail, weißt du was? Ich habe mir einen Hund bestellt. Genau wie du es vorgeschlagen hast. Die blutrünstige Bestie ist endlich im Tiergeschäft angekommen. Kannst du sie nicht für mich abholen? Er ist sicher ganz wild und böse. Hole den Hund. Ah, süß. Wir sollen jetzt einen Hund hier abholen. Im Tiergesch... Meint der hier vorne? Er meint doch bestimmt hier drinnen, ne? Da muss ich jetzt, oder? Das ist ja süß. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier richtig bin. Ach ja, okay, alles klar. So, das Wachmannshund Anforderung erfüllt. Seht mal, wir sind so faul, dass wir das kurze Stückchen reiten müssen. Das hätten wir ja eigentlich auch laufen können. Okay, willkommen, mein neuer Kamerad. Du bist nicht besonders furchteinflößend, aber ich werde dich zu einem richtigen Wachhund ausbilden. Alle Schurken und Diebe werden vor Angst schreien, wenn sie dich sehen. Abigail, er soll Rambo heißen. Rambo, gib acht, gib acht. Warte, was machst du, Rambo? Nein, jetzt ist mein Hosenbein ganz blau. Hä? Hosenbein ganz blau? Aber ich kann dir nicht böse sein, Rambo. Du bist so süß. Oh nee, was ist das denn? Ach so, wir sollen jetzt hier Tiere ausleihen. Also ausliefern oder was? Jennas Katze, okay. Sitz, Rambo, sitz. Du willst nur da sitzen und mit dem Schwanz wedeln. Das sieht recht witzig aus. Hätte ich einen Schwanz, würde ich das auch machen. Ich muss mehr darüber erfahren, wie man Hunde trainiert. Das ist nicht ganz einfach und er ist so süß, dass ich ihm nicht böse sein kann. Wie auch immer. Ich habe dem Mädchen im Tiergeschäft versprochen, mich um alle Lieferungen zu kümmern, die wegen der großen Flucht verspätet sind. Du kannst auch helfen? Super. Jenna aus dem Moorlandstaat hat eine Katze bestellt. Sie ist noch im Tiergeschäft, dort wo Rambo saß. Hole sie ab und liefere sie aus. Nein, Rambo, nicht abhängen. Oh je, hier bekommen wir ja nicht viele Erfahrungspunkte. Okay, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ich das jetzt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die jetzt direkt annehme. Ja, ich denke mal schon, dass wir die dann alle jetzt in einem Schlag ausliefern, würde ich sagen. Platz, Rambo, Platz. Nein, also du willst wohl den ganzen Tag nur mit dem Schwanz wedeln. Ja, das kenne ich von Raya auch. Die ist die ganze Zeit mit dem Schwanz am Wedeln. Ja, du bist so süß, wenn du das machst. Wir machen mit deiner Ausbildung später weiter. Pust, das mit dem Hundetraining ist echt schwer. Die nächste Lieferung ist für Felicity in Fairgrove. Sie hat ein kleines Kaninchen bestellt, damit die Pferde im Stall ein wenig Gesellschaft haben. Es ist noch im Tiergeschäft, bring es zu ihr. Okay. So, dann machen wir noch hier das mit der Katze hier. So, du wedelst nur mit dem Schwanz. Ja, wedel du mal. Du bist sehr gut darin, muss ich sagen. Die nächste Lieferung ist eine Katze für den Ratsmann in Silverglade. Sie haben sicher Ratten im Rathaus. Ah, das lese ich jetzt nicht vor, was der Rambo hier für Blödsinn macht. Ja, so, und noch ein Hundewelpe. Hol den Ball, Rambo. Ach, ich wollte es eigentlich nicht vorlesen, aber egal. Wedel, wedel, du wedelst wirklich gern. So, der Butler vom Weingarten hat einen Hund bestellt. Er fühlt sich sicher ein wenig einsam. Er sitzt noch im Tiergeschäft. Okay, das machen wir jetzt alles mal schnell und dann ist die Quest auch hoffentlich diese hier beendet.
Also die sind dann scheinbar alle jetzt hier drinne, denke ich mal. Hoffe ich. Das hoffe ich. Ja, super. So, Hundewelpe für den Butler haben wir hier. Jennas Katze. Ach so, halt, nochmal. Eine Katze für den Ratsmann und ein Kaninchen in Fairgrove. So, ihr Lieben, dann liefern wir mal nach und nach die ganzen Tiere aus. Wo gehen wir denn zuerst hin? Ja, das ist, ja. Ja, bring die Katze Jenna im Moorlandstall. Ja, gut, ich würde sagen, dann gehen wir mal zuerst in den Moorlandstall und bring ihr mal die Katze. So, ihr Lieben, ich düse jetzt hier direkt zu Jenna, um ihr die Katze auszuliefern. So, Jennas Katze. Hallo Abigail, oh meine neue Freundin. Hallo du Kleine. Weißt du, Abigail, ich hatte früher schon eine Katze. Sie war recht hässlich und gemein und saß meistens auf dem Fass dort hinten. Sie ist vor einiger Zeit in den Wald gelaufen und seither ist sie nicht wieder aufgetaucht. Danke, wir sehen uns, Abigail. Ach Mann, schade, dass wir hier so wenig Erfahrungspunkte bekommen. Aber naja, ach, ist sie das hier? Schaut mal. Ach, das ist ja süß. Da machst du dann direkt mal ein Foto. So, dann geht's weiter. Das Fairgrove, wer bekommt das jetzt hier? Felicity in Fairgrove. Okay, dann machen wir direkt mal. Fairgrove, da kann ich mich ja eigentlich direkt abholen lassen. Weil ich habe meinen Heimatstall, den habe ich ja geändert. Ich war ja eigentlich im Jorvik-Stall. Aber ich habe den jetzt hier in Fairgrove, gerade auch wegen der Quest dann. Ah, das war das Kaninchen. Okay. Hallo Abigail. Oh, was für ein süßes Kaninchen. Hallo, mein kleiner Freund. Komm, ich zeig dir, wo du wohnen wirst. Okay, das war's schon. Sitzt das jetzt hier? Nee. Schade, leider nicht. Gut, dann geht's weiter. Ah, hier ist doch auch noch irgendeine Quest, ne? Ach so, nee, das war, glaube ich, die Quest von die Dandal-Quest dann. Gut. Gucken wir weiter. Ja, zum Butler noch und ja, machen wir erstmal Steves Farm schnell und bringen dem Bürgermeister, dem ich glaube, was war das? Ich glaube, die Katze, oder? Ah, ja, werden wir gleich sehen. Der Ratsmann. Okay, hallo Abigail. Was haben wir denn hier? Hallo, du kleines Schätzchen. Sie hat mich in den Finger gekratzt. Sie wirkt richtig wild. Das ist gut zum Rattenfang. Ach ja, stimmt, genau. Das war ja wegen den, ja, wegen Ratten. Ich glaube, der Ratsmann hatte irgendwas von Mäusen gesagt. So, und jetzt noch. Ja, und jetzt noch schnell nach Silverglade. Ja, Silverglade Village. So, ihr Lieben, jetzt sind wir hier beim Butler. Und geben wir ihm mal noch den Hund. Guten Tag, Abigail. Oh, hallo, du kleiner Hund. Du, dich werden jetzt Freunde. Komm mit, dann zeige ich dir, wo du wohnen wirst. Abigail, danke. Gut, alles klar. Das war's. Okay, ihr Lieben, das bedeutet, dann mache ich jetzt hier einen Cut. Ja, schaut mal, ich habe jetzt hier gar nicht mehr so viele Quests übrig. Das ist die Dandal-Quest. Und was haben wir denn hier eigentlich noch in Fort Pinta? In Moorland? Na gut, das machen wir dann einfach in der nächsten Folge. Beziehungsweise, ja, ich wollte ja eigentlich erstmal die Dandal-Quest dann noch machen, aber. Naja, das kommt dann einfach danach. Ich mag das nicht, wenn hier so, ja, so tausende Sachen noch offen sind und ich dann hier schon ins neue Gebiet. Ich möchte schon erstmal schauen, dass ich das irgendwie erstmal wegbekomme. Ja, aber ich denke ja, ihr versteht ja, wie ich das meine, ne?
Genau, ihr Lieben. Okay, dann würde ich an dieser Stelle erstmal jetzt wirklich einen Cut machen und bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein wenig gefallen, auch wenn es nichts Besonderes war jetzt. Aber dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und ich hoffe, dann wird es ein bisschen spannender. Und ja, macht euch noch einen schönen Tag, Abend und so weiter. Und bis bald, ihr Lieben.